Macht Platz, rodet den Wald. Wir müssen mehr Hütten errichten. Ja, Herr. Ich bin so froh, Ihr Leibeigener zu sein. Schweig und arbeite. Ja, danke, Herr, danke. Altmar, HD. Toll. Ach ja, was für eine schöne Musik. Endlich wieder Foundation. Hey Leute, hier ist Aldemar. Mit wie eben benanntem Spiel Foundation. Es geht los. Ich kann euch sagen, das ist einer der schönsten mittelalterlichen Städtebauspiele überhaupt. Was heißt überhaupt, aber es ist verdammt schön. Verdammt schön und verdammt gemütlich. Auf geht's. Ich hoffe, ihr werdet das auch so finden, so wie ich. Und ja, das letzte Mal ist 2 Jahre her schon. Und seitdem ist einiges neu dazugekommen. Hoffentlich. Also es gibt auf jeden Fall jetzt einen Kartengenerator. Und ich habe da auch schon was eingepflegt. So, das wollte ich spielen. Und da wollte ich noch ein bisschen was ändern. Und zwar... das ist noch genau die Einstellung, die ich wollte. Perfekt. Da gibt es auch Küste, Flusslandschaft, Hügel, Berg und Tal. Aber ich wollte das hier nehmen. Ja? Flusslandschaft. Also, auf ins Abenteuer. Ach ja, diese Musik. Mein Gott. Schön. Auf geht's. Ja, wir spielen mit 3 Mods. Barry's Fantasy Decorations und Foundation. Das ist nur ein Zusatzmod dafür. Wunderschön. Das hier hat mehr Dekorationen und mit den Bärenproduktionen ist ein bisschen vereinfacht. Das liegt aber daran, dass Bärenproduktion eigentlich ziemlich easy peasy ist. Deswegen ist das ein bisschen weniger spammig. Lasst mich euren Ratschlag hören. Nein, danke. Ah, da sind wir. Es ist so schön hier. Man hört die Vögelchen zwitschern. Pass mal auf, ich zeige euch das. Guck, wie schön das aussieht. Da ist das Tal. Hier sind so Bäumchen. Das Gras sieht hübsch aus. Ja, es ist super simpel, aber es ist super süß. Und das aus meinem Mund. Ich meine, es ist super brutal. Yo, Männlichkeit. Nein, also die Soundkulisse in diesem Spiel ist sehr gut. Also wer auch immer hier den Sounddesign gemacht hat, und ich beschwere mich ja oft in Spielen darüber, ist definitiv Meister seines Faches. Unfassbar. So wie der Mann von Manorlords auch. Unfassbar. So, es geht los. Als erstes müssen wir uns jetzt ein Gebiet suchen. Und da sollten Steine und Bären drin sein. Ich weiß gar nicht, ob das in jedem Gebiet ist. Aber ich glaube nicht. Ja, ich würde auch direkt hier an den Fluss gehen. Das Coole ist, wir haben hier einen See mit einer Insel. Da würde ich dann auch gerne was draufbauen. Entweder das Kloster oder hier kommt das Kloster hin. Oder hier oben kommt das Kloster hin. Ich weiß noch nicht. Wir gucken mal. Ich kann auch hier anfangen, aber das ist blöd. Hier muss Neuwaltertal liegen. Die schönste Siedlung im ganzen Südviertel. Auf geht's. Dieses Gebiet kaufen. Eine neue Nachricht. Das große Stadtgebiet des Großkönigs Aldemar von Gottwalter wird gegründet. Kommt zahlreich. Ende der Aussage. Ja, das ist der Herold Jonathan. So, bauen. Jetzt müssen wir mit dem Dorfzentrum anfangen. Ich mache so ein bisschen Tutorial, ja, damit die Leute das auch ein bisschen kennenlernen. So, bauen. Haben wir da irgendwas anderes? Nein. So, wen haben wir denn hier? Das ist Saraceno. Ich werde die jetzt nicht alle einzeln umbenennen. Okay, los geht's. Das, die Musik startet. Ich muss jetzt ein bisschen hier bauen. So, dann bauen wir als erstes... Oh, Markt ist jetzt schon da. Speicher. Bauhütte. Holzfällerlager. Okay, pass auf. Wir brauchen, glaube ich, zuerst erstmal ein Holzfällerlager. Wunderschön. Ich glaube, wir brauchen eher eine Bauhütte, oder? Ich dachte, die bauen auch standardmäßig so Sachen. Wie kann ich das nochmal drehen? Ja, okay. Machen wir so. Zack, zack, zack. Genau, jetzt haben wir Arbeitskräfte. Warten auf Baumeister. Was habe ich denn jetzt vergessen? Wohngebiete, Abbau. Ach so, genau. Da haben wir noch Abbauen.
Die Gebiete, die zum Abbau da sind. Ah, jetzt geht's los. Jetzt fangen sie an. Es war noch, glaube ich, gerade Arbeitszeit. Oh, die planen hier sogar. Guck mal, das ist neu. Ich muss die Musik mal ein bisschen leiser machen jetzt. Wunderschön, aber trotzdem. Guck mal, wie cool. Ach nee, war schön. Ja, los, geh arbeiten. Julizia. Guck mal, wie hübsch das aussieht, oder? Ah, sehr gut. Okay, Sägewerk, Steinbruch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon den Speicher machen sollte. 15,5. Wir haben gar keine Steine. Forsthaus zum Aufforsten. Du musst in die Sammelhütte. Da, Sammelhütte. Die Sammelhütte. Setzen wir das einfach so dahin. Die Sammelhütte. Da müssen wir jetzt noch die Plätze machen für die Wohnungen. Wohnungsgebiet. Jetzt müssen wir mal gucken. Also hier kommt auch der Marktplatz. Den machen wir erstmal hier. Wir müssen uns keine Sorgen machen um Straßen und so. Das können wir dann im Nachhinein selber noch anpassen. Guck, da kommen schon die ersten Hütten. Wunderschön. Was bringen die denn da eigentlich? Zusätzliche Bedürfnisse. Gottesdienst. Hier werden wir wohnen, Heinrich. Ja, mein süßer Panzerpanzerwand. Weigand, Entschuldigung. Einfach noch Zuschauer benennen. Was ist das jetzt? Was war das denn jetzt? Hätte ich da einfach draufklicken müssen? So ein Minigame? Ich hoffe nicht. Holzfällerlager. So, jetzt brauchen wir Sammler. Machen wir direkt 3 Stück. Wir haben nämlich nur noch 10 Bären. Dann brauchen wir noch mindestens... Ah, ich weiß gar nicht, wie viele freie Arbeitsplätze wir haben oder Arbeitslose. Einwanderung keine. 12. Wir haben noch 4, 5 Arbeitslose. Sehr gut. Keine Ressourcen zum Abbau verfügbar. Achso, genau. Entschuldigung. Abbauen. Zack. So, und zwar den Mod, den ich habe, Berry Plus Plus, der macht quasi mal 10. Es ist vielleicht am Anfang ein bisschen Overkill, aber Bären gibt es eigentlich in Hülle und Fülle später auch. Es ist einfach dazu, dass man nicht mehr diese Bärenhütten spammen muss. Sonst musst du halt irgendwie hier 20 Bärenhütten hinbauen. Irgendwie so war das. Ich weiß nicht, wie das mittlerweile ist, aber... So, dann brauchen wir noch einen Markt. Und zwar müssen wir die Ware den Leuten anbieten. Und das bietet sich eigentlich immer am Anfang. Wähle eine Funktion. Marktplatz. Nebengebäude ohne Funktion. Aha. Lebensmittelstand. So, jetzt machen wir Lebensmittel. Ein Nebenslittel. Wo steht der nochmal so, ne? Machen wir so. Und die laufen ihre Wege überall ins Gras rein. Guck mal, wie schön das aussieht. Und zwar ist das nicht direkt so, sondern das Gras wird immer niedriger, bis der Weg richtig reingestampft ist. Und ich finde, das sollte einfach Standard sein in allen so Spielen. Das geht nicht. Ich glaube, darum ist Stoff, ne? Ja. Um erstmal den einen. Oh, Steinbruch da. Steinbruch machen wir auch mal. Da müssen wir wenigstens einen dran arbeiten lassen. So. Weil du hast einfach auch Zeit, das Spiel zu genießen. Das ist das Gute. Und später baue ich auch überall immer so Sträuchchen hin und schöne Zäunchen an die Häuschen. Ach ja. In dem einen Moment spiele ich Killerspiel 3000 und im nächsten spiele ich Foundation. Ist noch nicht fertig, ne? Warte auf Baumeister. Guck mal, da sind jetzt die Hütten. Guck mal, die haben sie selbst gebaut. Man kann gar nicht sagen, wo die stehen sollen.
Man kann auch jetzt einfach die quasi verschönern. Das geht alles. Ich weiß gar nicht, ob wir schon irgendwas haben. Aber es kann sein, dass man das freispielen muss. Sichtbarkeit, Territorium, Herausforderung. Ein berühmter Baumeister. Erreiche einen Wohlstand von 500. Leben für die Arbeiterschaft. Leben für die Arbeiterschaft. Es gibt kein größeres Wohl als die Leibeigenschaft des großen Bürgermeisters Aldemars Maximus. Großartikus. Ja, sie arbeiten gerne für mich. Los, ihr minderwertigen kleinen Bienchen. Macht mein schönes Dorf schöner, als es jemals sein könnte. Guck mal, wir haben 520 von 500 Moneten. Berichte, monatliche Bilanz aktiviert. Rochus Sturm. Graviel. Pizzero. Das sind jetzt Italiener. Guck mal, schön, jetzt sind sie am Holz hacken. Na du? Wie heißt du? Oh Gott. Ist das nicht hübsch? Wie sie da am Plan sind. Die süßen kleinen Männchen. Manchmal hat mich so gewünscht, irgendwie so in echt so eine Minikultur Minimenschen zu haben. Muss mal die Sensitivität ein bisschen runterstellen, damit ich schöner mit der Kamera für euch drehen kann. Ich glaube, das geht nicht. Skalierung gibt es auch mittlerweile. Das ist ja cool. Machen wir 50 von allem. Aha, guck mal. So ist das schon viel schöner. Also. Okay, Steine. Wir müssen jetzt gucken, dass wir bald wieder neue bekommen. Jetzt habe ich noch einen frei. Der kommt hier rein. Und der verkauft Bären. Und die Marktplätze haben auch so Radien. Also wenn du deine Stadt ausbaust, dann sollte man möglichst mehrere Marktplätze bauen. Sodass die Dorfbewohner nicht so lange laufen müssen, um sich ihr Zeug da zu holen. Ach, guck mal, wie schön das aussieht, oder? Meine Güte. Mein Gott. Muss mal gucken, wie ich das UI ausblenden kann. Ich muss auch dann schöne Screenshots machen. Ist auch schöner geworden. Da, schon wieder. Was denn los? Ein neuer Kumpel bittet um eine Audienz. Hätte ich da unten drauf drücken müssen? Er wollte wahrscheinlich irgendwas, aber es ist einfach weggegangen. Dorfkirche. Wahrscheinlich wollen die alle eine Kirche. Gutshaus. Für die Dorfverwaltung. Ne, was ich jetzt haben will, ist... Wir brauchen auf jeden Fall ein Lager. Ein Speicher, Entschuldigung. Das Speicher kommt hier hin. Ja, so können wir machen. Bauen. Da braucht dann auch ein Arbeitsdingens, ne? Ich glaube, wir müssen die Kirche vielleicht doch bauen zuerst. Obwohl, ne, machen wir erstmal das Lager. Und dann bauen wir die Dorfkirche. Die Dorfkirche. Also immerhin haben wir Essen. Das ist so die Grundbedürfnisse. Ich glaube, wir müssen... Ich habe noch einen kostenlosen Dingens frei. Kaufen wir jetzt das Territorium. Nicht unbedingt ans Wasser, wenn es sein muss. Oh, da wird direkt gebaut. Guck mal. Die neuen Bewohner, die kommen vom Kartenrand irgendwo. Die laufen irgendwo vom Kartenrand hier rein.
Und das, da kommen auch dann die Botschafter her und so. Und laufen dann so eine weite Strecke in den Boden. Das ist total hübsch. Ist schon hübsch, ne? Hab ich das schon mal gesagt, dass das hübsch ist? Die Musik ist richtig gut. Sehr schön, da wird gebaut. Knarfinella. Hansen, was bist du jetzt? Bleib einer mit dem Dach über den Kopf und eingeladenen Kirche zufrieden. Ah. Und einer eingeladenen Kirche zufrieden. Das ist ein Händler. Frische Beeren! Ist schon krass viel. Ich hoffe, das Wart macht das jetzt nicht zu einfach. Ach, guck mal, Eileen und Scarlett arbeiten auf dem Bau. Sehr gut. Bertrand. Achso, ich habe das noch gar nicht abgesegnet. Entschuldigung. So, ich glaube, wir müssen die Kirche haben und dann geht die Zufriedenheit richtig hoch. Unterkünfte 11%, Nahrung 40%, Wasser. Oh, Wasser! Oh, das, ja, natürlich brauchen wir Wasser. Hallo, seid ihr blöd oder was? Dann müssen wir das fokussieren. Hier, zack. Wart auf, Baumeister. Fokus. Ja, Panz, tut mir leid, du hast noch keinen, wie er aussieht, oder? Und die Unschärfer sieht in dem Spiel richtig gut aus, ne? Nicht in vielen Spielen sieht das gut aus. Frische Beeren! Beeren! Guck mal, die Fische da drauf, guck mal. Frischer Fisch! Frisch! Dein Fisch stinkt! Der ist nicht frisch! Was hast du gesagt? Sehr gut, Steine. Haben sie jetzt bestimmt auch Steine hingebracht, ne? Ja. Nichts zu berichten. Dorfzentrum. Oh, Neuwaldertal. Das andere Tal wurde zu klein. Guck mal, es steigt. 14%. Aber dass die Nahrung noch nicht zählt, ist komisch. Es sind noch gar keine Bären. Aber Bären haben wir genug. Und Gottesdienst noch. Schön arbeiten. Wie viel Holz haben wir denn jetzt? 22. Ich tue jetzt mal... Zarion und Kaishi sollen aufhören zu arbeiten. Einer wird reichen. Und, guck mal, hier ist wieder das starke Geschlecht am Arbeiten. Die kann man halt immer zählen, ne? Schön arbeiten hier. Die kleinen. Philly. Sehr gut. Guck mal, auch er guckt zu. Ja, du machst das sehr gut, Philly. Wer guckt denn dazu? Der Kaishi-Sim. War ja klar. Ja, wenn ihr euren Namen auch drin haben wollt, liebe Leute, dann Namen im Let's Play im Discord von mir. Infos müsste in der Videobeschreibung stehen. Oh, da gibt es einen Channel, der heißt Name im Let's Play. Schreibt rein, welcher Name. Also am besten von euch, ne? Nur von eurem Nickname. Also nichts neu ausgedachtes. Sollte was mit euch zu tun haben. Und dann tue ich den immer vor den Let's Plays rein. Ich werde nicht immer zeigen, welche Namen ich reingenommen habe. Sondern ihr werdet das zufällig sehen, oder? So, jetzt kommt der Brunnen. Das ist schon mal sehr gut. Los, bau schneller! Du Lappen!
Das ist aber auch neu, dass hier so ein bisschen was vor den Hütten steht. Guck mal, wie cool, oder? Ah, das ist so schön. So, der Brunnen steht. Der braucht aber keinen Arbeitsplatz. Nee, er steht noch nicht. Okay, der Brunnen wird noch gebaut. Immerhin haben wir das. Da können wir jetzt einen arbeiten lassen. Ein Träger. Reinkommen, Bären. Es gehen nur Bären, kein Holz. Da, Audienz. Ein Neuankömmling bittet um eine Audienz. Ach so, ein Neuankömmling ist das. Und er möchte... Ach so, das ist gar kein alter Sack. Kein Veteran. Wilhelm. Der Willige. Wilhelm. Wilhelmius. Tut mir leid, ich bin schlimm mit Namen merken. Ich grabe schon mit meinem Kopf rum. Sehr gut. Ach, guck mal. Aber normalerweise konnte man auch Holz und so machen. Maximaler Lagerbestand. Es kommt schon, bau das Ding fertig. Philly, los. Brunnen gebaut. Ah, und jetzt haben wir Bären im Marktstand. Sehr gut. Okay, das hat auf. Guck mal, 20% haben wir schon fast. Almanach. Nebengebäude. Ich muss mal gucken, was das bedeutet. Ja, und da war ich gestern bei dieser komischen Show und dann, ja, wirklich, ja, wirklich. Und dann, ja, dann haben wir dann eine Hütte gebaut. Boah, eine Hütte. Und der Fisch stinkt aber. Ja, finde ich auch. Sehr schön. Dann wird die nächste Hütte gebaut. Jetzt haben wir wenig Holz. Aber wir haben wieder neue Arbeitskräfte. Das müssen wir mal hier erweitern. Oh, und wir müssen das Abbaugebiet erweitern. Macht Platz, rodet den Wald. Wir müssen mehr Hütten errichten. Ja, Herr. Ich bin so froh, Ihr Leibeigener zu sein. Schweig und arbeite. Ja, danke, Herr, danke. Ich bin so glücklich, hier arbeiten zu dürfen. Ich werde aber nur einmal am Tag ausgepeitscht, ja. Damals bei Knecht Ruprecht war das doch viel angenehmer. Ja, aber der Herr wird bestimmt richtig grausam. Ich hoffe doch. Sonst hat sich das doch gar nicht gelohnt. Entschuldigung. Sägewerk brauchen wir wahrscheinlich auch noch, aber noch nicht. Wir warten jetzt erstmal ein bisschen. Wir haben keine Eile. Wie gesagt, wir spielen hier ganz in Ruhe. Das mit den Bären, ich habe Angst, dass es ein bisschen OP war. Ist es auch, aber es sind nur Bären. Und wir wollen das Spiel eher genießen hier. So, wohnen. Wie gesagt, die Küste würde ich gerne freilassen. Da haben wir noch ein bisschen Platz. Da ist der Marktplatz. Da haben wir Platz, da ist der Marktplatz. So, das Coole ist, mittlerweile haben die das so, dass die Arbeiter auch umziehen an ihre... Näher an ihren Job. Das war, glaube ich, bei der letzten Runde nämlich nicht der Fall. Das war ein bisschen doof. So, als nächstes brauchen wir die Doofkirche. Eigentlich würde die hier sehr gut hinpassen. Aber davon brauchen wir generell sehr viele. Aber wir machen das jetzt trotzdem. Machen wir die am Anfang erst hölzern? Warte, wir haben hier mehrere, glaube ich, Raum. Wo war das nochmal? Bisschen weiter zurück, oder? So. Das glaube ich vergessen. So, dann haben wir hier noch so Seitenelemente. Und natürlich, also ich brauche das so, ne, typisch irgendwie. So. Die erste Kirche. Sankt Wald. Sankt Archie. Wer hast du gehört? Archie. Das wird. Sankt Archibert. Der heilige Sankt Archibert. Warte, wir brauchen doch mal so Heiligen. Der heilige Sankt Archibert konnte. Genau. Und als die bösen Nordmänner kamen, um das Dorf niederzubrennen,
Moment. Hat der heilige St. Archibald gesagt, erschießt mich mit euren Pfeilen. Gott wird mich schützen und nicht töten. Und die Normannen versuchten ihn zu erschießen. Doch selbst mit 20 Pfeilen in seinem Körper ist er nicht von uns gegangen. Später ist er dann doch gestorben. Aber in diesem Moment hat er überlebt. Deswegen ist St. Archibald der heiligste von allen. Der Pfeillose, der Ungefeilte. Der Ungefeilte. Und so entstand der heilige St. Archibald. Ah, so, okay, weiter, Entschuldigung. Tür haben wir, das haben wir. Ja, wir werden das dann irgendwann nochmal neu bauen. Und wieder total übertrieben. Oh, wir brauchen, oh. Bretter, einige. Warum darf ich nicht bauen? Kann nicht gebaut werden. Bau kann nicht begonnen werden, da die Bedingungen nicht erfüllt sind. Aber ich kann das jetzt stehen lassen. Das ist das Gute, ne, steht da jetzt. Ach so, genau, pass auf, ich sage jetzt mal, das macht Plätze. Und zwar macht das hinzu... Was ist das denn? Bewohner? Erhöht die verfügbaren Teilnehmerkapazitäten, ja. Aber, Achso, genau, wir brauchen auch noch eine Kapelle. So, da ist dann der Altar mit dem Goldschmuck und so. Wunderschön. Ja, dann brauchen wir ein Sägewerk, würde ich mal sagen. Mann, die roden ja hier den Wald weg, ne? Hütten gebaut? Warum noch mehr Hütten? Sehr schön. Habe ich noch so ein Ding frei? Schade. Ich will dann das hier unbedingt holen. Ah, ich trottel. Ich habe es gekauft. Ich habe es gekauft. Na gut. So, jetzt haben wir genug Wohnfläche. Also, wir brauchen das Sägewerk. Klingt komisch, ist aber so. Ich könnte auch noch ein Forsthaus hinsetzen. Da ist der Eingang. Guck mal, Hand in Hand gehen sie. Dann machen wir erstmal das Forsthaus. Und das Sägewerk. 5 Bier für das Sägewerk, ne? Was? Jedes Mal. Der Witz wird nie alt. Das Industriegebiet. Das macht ja alles Lärm. Dann wird das hier das Industriegebiet. Dann warte mal, dann mache ich das nochmal weg. Wir haben neue Leute bekommen. Sekunde. Nicht Verbotszone, hallo. Willkommen im großartigen Walterteil. Wie oft wird man hier gepeitscht? Oh, sehr oft. Werte Gertrude, Apolline, Entschuldigung. Die Apolline. Apollinaris, das ist jetzt die Chi. Willkommen, Chi, du bist jetzt auch dabei. Ist auch eine andere Let's Playerin. Muss man noch unterstützen. Mal sehen, ob sie es guckt. So, noch mehr Bären. Noch mehr Bären sind gut. Oh ja, wunderschön. Leute, leider bin ich hier am Folgenende angekommen. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Nicht vergessen, kommentieren ist ultra wichtig, gerade die erste Folge. Also, wenn ihr mich unterstützen wollt, guckt das Beste, das Video nochmal komplett. Und schön das Video liken. Wenn ihr nichts zu kommentieren habt, schreibt einfach rein, Walterthal ist das beste Tal. Das reicht schon. Wenn ihr das alle macht, dann wird das Video echt gut geboostet, ne? Nee, abonnieren nicht vergessen und bis dahin wie immer, liebe Leute, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen, ihr seid die Besten. Haut rein.